Welche Bedeutung haben eigentlich Zahlen in der Bibel? Hier ein Überblick über die wichtigsten Grundzahlen und deren Bedeutung in der Bibel. Die Zahl 1 ist die Zahl Gottes, des einen und einzigartigen, lebendigen Gottes, der sich in der Bibel offenbart. Die Zahl 2 ist die Zahl der Schöpfung, die gekennzeichnet ist durch Dualität, Licht und Finsternis, Mann und Frau und vieles mehr. Die Zahl 3 ist die Zahl des Himmels, auch des göttlichen Himmels und alles, was in Verbindung steht mit dem göttlichen Himmel. Christus ist auferstanden am dritten Tag. Es gibt an sich drei Himmel. Es ist der trinitäre Gott. Die Zahl 4 dagegen ist die Zahl der Erde. Es gibt 4 Himmelsrichtungen. Am Thron Gottes sind 4 lebendige Wesen. Diese repräsentieren das Gericht Gottes über die Erde. Die Zahl 5 ist die Verantwortung des Menschen gegenüber Gott. Die Zahl 6 ist die Zahl des gefallenen Mensch. Die Zahl 7 ist die Zahl der göttlichen Vollkommenheit und der göttlichen Fülle. Die Zahl 8 ist die Zahl des Neubeginns. Es ist der 8. Tag, eine neue Heilsgeschichte, der ewige Tag. Die Zahl 9 ist die Zahl des göttlichen Geheimnisses. Die Zahl 10 ist Gott im Leben eines Menschen, also zum Beispiel 10 Gebote. Die Zahl 11 ist die Zahl des Unvollendetseins, die Zahl der Unvollkommenheit. Das waren dann zum Beispiel nur noch 11 Apostel, 11 Jünger. Die Zahl 12 ist die Regierung Gottes durch Menschen. Die Zahl 24 ist die Zahl der himmlischen Herrlichkeit. Die Zahl 40 ist die Zahl der Erprobung der Menschen durch Gott.